die Mannschaft wird mutiger. Ich glaube, sie spielen mit mehr Selbstverständnis. Ich glaube aber, die Mannschaft, so was ich sie heute erlebt habe, entwickelt noch mehr Gier. Also sie wollen diese Konstanz, wollen sie natürlich mit Kampf, mit Aggressivität wollen sie dann auch erhalten. Ja, sie sind auf den Geschmack gekommen. Jetzt, wie gesagt, müssen wir den Kampf in Magdeburg annehmen und das sind wichtige Tugenden. Ich denke, dass wir bei der Nebich einen Spieler haben, der mit 1,92 Meter natürlich auch als vorderste Spitze agieren kann. Der auch unser stärkster Spieler ist mit dem Rücken in Spielrichtung, der die Bälle safe machen kann, der Überraschungsmoment in Ballen erkriegen kann, der Überzahl schaffen kann, der den Mitspieler auch bedienen kann. Ich glaube, dass er prädestiniert ist auch für diese Position und er fällt ja auch nicht länger aus. Also natürlich, dass jetzt eine englische Woche ist, könnte natürlich schon 2-3 Spiele es betreffen, aber könnte auch sein, dass er alle 3 Spiele macht. Das wissen wir noch nicht, weil es in einem großen Fragezeichen noch steht. Aber er ist ein Spieler, der das machen kann. Wir haben auch den Gedanken, Erik Bjerko ins Zentrum zu ziehen, weil er unser torgefährlichster Spieler ist. Und die Chancen, die wir kreieren, da erhoffen wir uns einfach durch Erik dann auch mehr Effizienz. Wir haben aber auch den Gedanken mit Stefan Mbeumo vorne drin, der dann auch schnell ist und dann auch vielleicht mit einem Spieler mehr im Mittelfeld zu spielen, um dann auch seine Geschwindigkeit auszuspielen. Ja, wir haben da schon einige Optionen und jetzt müssen wir uns halt auf die beste festlegen. Daniel Lang ist jetzt, wenn man sieht, vom Standing her unser Stürmer Nummer 2. Das heißt, nach Stefan Mbeumo, jetzt der Stürmer ist, er der zweite Mann ist. Er hat ja auch, oder er ist Fußballspieler geworden, weil er auch vom Profibereich im Endeffekt geträumt hat und das ihm die angetrieben hat. Jetzt hat er die Chance, dann auch bei uns konstant sich in die tagtäglich zu zeigen. Und da muss er natürlich auch jetzt alles ablegen, sondern er muss jetzt auch mutig sein, er muss jetzt aggressiv sein, er muss seine Chance wittern, er muss alles investieren. Und er muss frech sein. Er muss frech sein und nicht den Kanz der Chance dann auch, wie soll ich sagen, mit zu viel Respekt begegnen. Ja, er trainiert seit Wochen schon punktuell mit der Mannschaft mit. Aber heute und gestern hat er volles Pensum absolviert mit Mannschaftstraining und er fühlt sich gut und ich glaube, er hätte Kraft für 30 Minuten. Also wird er einfach auch mit in Magdeburg sein.